Lassen Sie mich ein Beispiel sagen. Bei den Wahlen 2014 sind ungefähr 10% der Wahlberechtigten überhaupt hingegangen. Das hat aber auch einen Grund. Jetzt kann man sagen, das ist irgendwie demokratietheoretisch schlecht. Ich finde nur, das zeigt, dass ganz viele, jedenfalls 2014, gesagt haben, mein Land ist Deutschland und mein Land ist nicht die Türkei. Und das ist eine gute Nachricht. Da muss ich widersprechen, Herr Minister. Da muss ich Ihnen widersprechen. 2014 war es erstmals möglich, dass Auslandstürken überhaupt im Ausland wählen durften. Und die Möglichkeit, zur Wahl zu gehen, war mit immensen Hürden behaftet. Insbesondere bei der Wahl 2014, wo es um die Wahl des Staatspräsidenten ging, mussten sie sich vorher im Generalkonsulat als Wähler mussten sich einen Termin geben lassen. Und das war so ein großes Hindernis, dass da eine Wahlbeteiligung von unter 10% rauskam. Dieses Hindernis wurde für die Wahlen im Jahre 2015 abgeschafft. Da musste man sich keinen Termin mehr geben lassen. Und die Wahlbeteiligung lag über 40%. Sie sind Jurist. Und deswegen frage ich Sie, Sie können antworten als Jurist oder als Mensch. Mir ist es völlig wurscht. Wie finden Sie diese Art von Vergleich in einem Land, in dem Sie leben, Deutschland Nazi-Methoden zu unterstellen? Deutschland ist ein demokratisches Land und das ist auch gut so. Nazi-Vergleiche, die wirken nie deeskalierend. Aber in dem Zusammenhang muss man auch erwähnen, dass es auch Nazi-Vergleiche gab von deutschen Politikern. Herr Trittin hat beispielsweise Herrn Erdogan hat einen Nazi-Vergleich gebracht. Herr Schäuble in Richtung Putin, da gab es auch einen Nazi-Vergleich. Der Vizechef der FDP hat einen Nazi-Vergleich. Können Sie das mal eben zitieren, was Herr Schäuble da gesagt haben soll? Nein, das kann ich nicht zitieren. Ja, aber es gab etwas, da wurde lassen Sie mal diese Unterstellung, Herrn Schäuble. Ja, ja. Also, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Jetzt haben wir Herrn Trittin und Herrn Schäuble. Wir versuchen mal während dieser Sendung einen Faktencheck hinzukriegen. Im Übrigen hatte ich versprochen, dass Herr Özdemir was sagen kann. Dann sind Sie wieder dran, Herr Singer, denn Sie hatten das Wort. Ich habe nur eine ganz einfache Frage. Ich meine, das wäre doch jetzt für die Zuschauer und für alle interessant, wenn die UETD das, was sie bislang nicht gemacht hat, ich schaue ja mal auf ihre Presseerklärungen, einfach hier erklären würde, ein ganz einfacher Satz, die UETD distanziert sich von den Äußerungen von Erdogan und von anderen türkischen Kabinettsmitgliedern und Ministern, die Deutschland, den Niederlanden irgendwie geartete Faschismusvorwürfe machen, weil sie einfach an Absurdität nicht zu überbieten sind. Das wäre ein Beitrag zur Glaubwürdigkeit. Bitte. Distanzieren Sie sich von dem Hitler-Vergleich von Trittin? Dann frage ich Sie das. Okay. Nein. Ich glaube, die Zuschauer haben ihre Antwort bekommen. Ich glaube, ich war dabei, meine Punkte auszuführen und ich habe gesagt, Deutschland ist ein demokratisches Land und das ist auch gut so. Und ich wollte, bevor ich unterbrochen wurde, wollte ich sagen, dass die deutsch-türkische Freundschaft und das deutsch-türkische Verhältnis, das ist sehr wichtig und das liegt mir sehr am Herzen. Und ich glaube, wir sollten unseren Fokus auf andere Aspekte legen, beispielsweise die Ansprache unseres Außenministers Gabriel, den Wert der Deutsch-Türken, den Beitrag, den sie für die Wirtschaft geleistet haben, den sie für die Gesellschaft geleistet haben, den hat er ausdrücklich gelobt. Das sind gute und wichtige Punkte. Der Ministerpräsident Binali Yildirim hat in der Veranstaltung in Oberhausen hat das deutsch-türkische Verhältnis und die deutsch-türkische Freundschaft betont. Und er hat gesagt, dass sich jeder in Deutschland zu integrieren habe und dass es keinen geben darf, der die deutsche Sprache nicht mehr spricht. Ich finde, dass wir unseren Fokus auf diese Aspekte setzen sollten und das viel stärker in den Vordergrund rücken sollten. Herr Singerl, wir müssen für ein harmonisches, gedeihliches Miteinander sorgen. Herr Singerl, wenn Sie sagen, wir sollen den Fokus woanders drauflegen, wann immer wir das versuchen, kommt die nächste Eskalationsstufe. Vielleicht würde es helfen, auch ein Signal in die Gesellschaft einfach zu erklären, wie es dazu kommt. Gibt es dafür irgendeine Erklärung, die wir nicht verstehen? Ich kann einen Erklärungsversuch wagen. Und zwar können die Deutsch-Türken sich daran erinnern, dass beispielsweise bei einer Kundgebung in Köln, wo 50.000 Deutsch-Türken daran teilgenommen haben, der Staatspräsident Erdogan nicht live zugeschaltet werden konnte. Das wurde ihm verwehrt. Auf der anderen Seite erkennen Sie aber, dass bei einer Veranstaltung ein Jahr davor, in einer Massenveranstaltung in einer Halle, Terroristenführer aus den Kandilbergen hinzugeschaltet worden sind. Und die Deutsch-Türken verstehen einfach nicht, wieso ein demokratisch gewählter Präsident nicht dazugeschaltet werden kann, wohingegen ein Terroristenführer aus den Kandelbergen dazugeschaltet werden kann. Sehen Sie, einen Punkt möchte ich erwähnen. Darf ich das ganz kurz zuführen, weil das jetzt genau damit zusammenhängt. Einfach nur zum Verständnis, wer Terroristenführer ist und wer nicht, kann man natürlich behaupten und ist eine Interpretationssache. Karajan wurde dazugeschaltet. Ja, schauen wir uns auch nochmal an, wenn Sie auch morgen im Faktencheck finden. Ja. Sie machen weiter. Das ist ein Punkt. Auf der anderen Seite gibt es beispielsweise eine Abgeordnete der HDP, Tuba Hezer.
Die Abgeordnete, die wird ab morgen 3 Tage lang Wahlkampfkundgebung machen mit freundlicher Unterstützung der Linken und der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Heilbronn, Karlsruhe und Freiburg. Eine türkische Oppositionspolitikerin. Genau, aber was hat diese Oppositionspolitikerin gemacht? Und das ist nicht allgemein bekannt. Diese Oppositionspolitikerin hat einen Selbstmordattentäter terrorisiert und bei einer Veranstaltung, wo es nämlich darum ging, dass die Attentate gewürdigt werden, gelobt. Und diese HDP-Politikerin, die wird ab morgen 3 Tage lang in Deutschland auftreten. Und es gibt absolut überhaupt gar keinen Aufschrei. Und das verstehen die Menschen schlichtweg nicht. Oder auf anderen Kundgebungen, beispielsweise, Herr Özdemir, Sie haben beispielsweise 2015 in Ludwigsburg für die HDP Wahlpropaganda betrieben. So, und in der Nähe der Bühne gab es Öcalan-Flaggen, die ja vom Innenministerium jetzt kürzlich verboten worden sind, aber auch PKK-Flaggen. Und die waren damals schon verboten. Da haben Sie beispielsweise, eine Kundgebung für gemacht. Und auf, und die HDP, die verherrlicht diesen Terroristenführer Öcalan auf jeder ihrer Veranstaltungen. Herr Demirtas, der Führer der HDP, hat gesagt, ich werde von Öcalan eine Statue errichten. Stellen Sie sich mal vor, ein deutscher Politiker wird also dahergehen und sagen, ich werde eine Statue von Osama Bin Laden errichten. Herr Singerl, sagen Oder Sie aber, dazu? Wenn ich jetzt die Tuba Hessel jetzt noch mal sage, was wäre denn in Deutschland los, wenn auf irgendeiner Kundgebung ein deutscher Politiker teilnehmen würde, der den Attentäter von Berlin, Enis Amri, loben würde? Und das verstehen die Deutschen. Herr Singerl, kann solche ethischen Fragen diese nicht Flaggen mit da. Und Sie sind als deutscher Gewalt ist keine Lösung und haben, für die Konflikte. Haben dort eine Rede gehalten. Sie haben Ihren Punkt gemacht, Herr de Maizière. Herr Singerl, da muss man, glaube ich, nicht Verfassungsexperte sein, um zumindest die Frage zu stellen, wie kann man unter diesen Bedingungen von einem fairen Wahlkampf sprechen? Der Wahlkampf, der ist in der Türkei definitiv fair. Wenn Sie sich einfach mal die auflagenstärksten Zeitungen in der Türkei anschauen, das ist die Sabah, das ist die Söze, das ist die Posta und das ist die Hürriyet. Da ist nur eine von regierungsnah. Alle anderen drei sind regierungskritisch. Gemacht worden. Ja, aber ich sind bitte regierungskritisch. Sie. Ich bitte Sie. Regierungs- also, Sie wissen doch, wie es bei der Hürriyet ist. Ich habe hier nicht die Gelegenheit aufzureden. Mir wird anders, verlieren Sie den Job. Kann Satz jedem wird hier ins so wird die Diskussion gefallen. Nicht fruchtbar. Wir hören Ihnen jetzt zu. Das ist dem mir spitzt auch die Ohren. Genau. Und der Sender CNN Türk und die Hürriyet und die Posta, die gehören der Doğan Mediengruppe an, wo im Übrigen der Axel Springer Verlag Großaktionär ist. Und die berichten sehr regierungskritisch. Es gibt scharfe Kampagnen, die für ein Nein werben. Unter anderem die Zeitungen, die ich gerade aufgezählt habe. Parteien, die größte Oppositionspartei CHP, wirbt für ein Nein. Selbst die Nachfolgepartei, wo der Staatspräsident Erdogan seine politische Karriere begonnen hat, die Saadet-Partei, spricht sich für ein Nein aus. Und da jetzt zu sagen, dass es dort keine Debatten mehr gibt, keine politische Kultur stattfindet, das stimmt einfach nicht. Und ich wollte noch einen Punkt, der gerade eben gefallen ist, nämlich, dass sich der Oppositionspolitiker der CHP auf Seiten der Regierung gestellt hat. Das ist richtig, aber in welchem Punkt denn? Die Opposition hat gesagt, wenn meine Minister, die türkischen Minister, nicht auftreten dürfen, beispielsweise in Holland, dann werde ich auch dieses Land nicht bereisen. In dem Punkt gab es eine Zustimmung. Und Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Man wirft der Türkei vor, die Meinungsfreiheit nicht zu beachten, die Pressefreiheit nicht zu beachten, die Versammlungsfreiheit nicht zu beachten. Und was hat sich denn für ein Schauspiel in Holland ereignet, was wir gerade eben gesehen haben? Da wollte eine Ministerin, zum Konsulat, zu ihrem eigenen Konsulat gehen, um die Bevölkerung zu begrüßen. Und es wurde erstens, wurde ihr das verwehrt. Und zweitens, friedliche Demonstranten wurden von der niederländischen Polizei niedergeknüppelt. Nachdem sie vorher Gewalt gegen die Polizei angewendet haben. Herr Singerl, dafür brauchen wir keinen Faktencheck. Es gab Gewalt, es flogen Steine, es flogen andere Dinge. Da habe ich die Diskussion gesehen, der Hund beißt in das Bein und der Mensch liegt da wehrlos auf dem Boden. Die vorher mit Steinen auf Polizisten geworfen so, haben. Wissen das ist Sie, in den Niederlanden und auch in Deutschland die niedergeknüppelt worden sind. Das ist jahrelang für den niederländischen Staat der zweite gearbeitet Versuch. Haben. Zweitens gab es hier Behauptungen zu einem Vergleich von Trittin mit Hitler und einem von Schäuble auch mit Hitler. Unsere Redaktion hat recherchiert. Trittin, ja, Herr Trittin hat wohl bei einer Illner-Sendung im vergangenen Jahr das Streben nach einem Präsidialsystem mit der Machtergreifung Hitlers verglichen. Auch Hitler sei die Macht zunächst auf formal einwandfreiem Weg übertragen worden, sagte Trittin nach Medienberichten. Sie waren Gast in dieser Sendung, deswegen werden Sie sich daran erinnern. Also von daher. Ja, ich habe versprochen, wir recherchieren das, wir tragen es jetzt nach. Und Schäuble, haben Sie auch gesagt, hat was in der Richtung gesagt, er hat in einer Diskussion mit Berliner Schülern zur Besetzung der Krim gesagt, durch die Russen, also ein anderer Zusammenhang, das kennen wir alles aus der Geschichte. Solche Methoden hat schon der Hitler im Sudetenland
übernommen. Ganz kurz, wirklich nur ein Satz. Stellen Sie sich vor, Schlussrunde. Präsident Erdogan kommt doch zu einer Großveranstaltung Wahlkampf nach Deutschland. Und Sie dürfen das Vorwort bei der Veranstaltung sprechen. Ein Satz, was wäre dieses Vorwort? Ich will auch in der Türkei eine Kundgebung machen, ohne dass meine Sicherheit bedroht ist. An der Seite der türkischen Opposition und kritischer Journalisten. Herr Sinder? Herzlich willkommen. Bitte lassen Sie zu, dass Herr Özdemir auf dem Taksim-Platz spricht. Bei den Umfragewerten der Grünen bei 7% hat er allen Grund dazu.